Wort hat der Abgeordnete Frank-Peter Kaufmann, Bündnis 90 Die Grünen. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es wird Sie nicht verwundern, dass ich den Einschätzungen und Beurteilungen meines Vorredners deutlich widerspreche. Ich werde auch keinen Versuch einer Wahlkampfrede hier zu starten und Ihre Wirkungslosigkeit testen, wie Sie es gerade gemacht haben, Herr Kollege Weiß. Der vorgelegte Entwurf des Doppelhaushalts 23/24 ist nach unserer Auffassung geradezu eine Roadmap für einen klaren Kurs durch schwere Zeiten, denn er gibt Antworten auf die Fragen der Menschen in Hessen und geht die relevanten Probleme unseres Landes auch beherzt an. Ich werde im späteren Teil der Rede noch näher darauf eingehen. Verehrter Kollege Weiß, selbstverständlich ist Kritik an den Vorschlägen von Regierung und Koalition jederzeit nicht nur zulässig, sondern sogar sehr willkommen. Schließlich kann man alles immer noch besser machen. Aber was bislang an Kritik vorgebracht wurde, das läuft total ins Leere. Denn ihm fehlt entscheidend der sachliche Kern. Und er stellt sich insoweit als Nörgelei ohne eigene Vorschläge dar. Denn wenn Sie Maßnahmen, die selbst von der SPD bis halb stets gefordert wurden, nun, da sie von der Regierung vorgesehen werden, plötzlich als illusorisch, geradezu lächerlich oder heute beschämend bezeichnen, dann disqualifiziert dies nicht diese Vorschläge, sondern den Kritiker, zumal er nicht eine einzige Alternative nennen kann, wie aus seiner Sicht Problemlösungen aussehen sollten. So wie Sie es vorgetragen haben, ist die Opposition jedenfalls weder glaub- noch vertrauenswürdig. Und damit verkommen Ihre Aussage zu inhaltsleerem Gerede. Und Sie werden doch kaum glauben, dass Sie die hessischen Wählerinnen und Wähler im kommenden Jahr damit mobilisieren oder gar begeistern können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Rahmenbedingungen unserer Politik nicht nur für Hessen dramatisch schlechter geworden sind, ist spätestens seit dem 24. Februar allen bewusst. Nein, ich korrigiere, nicht allen, aber gewiss allen demokratischen Kräften, denen Völker- und Menschenrechte etwas bedeuten. Mit dem brutalen Überfallskrieg Russlands auf seinen Nachbarstaat Ukraine wurden nicht nur dort ungezählte, unschuldige Menschen ermordet, verletzt und gedemütigt und ganze Landstriche verwüstet, sondern auch bei uns wurde die vormals als stabil und robust eingeschätzte Architektur unserer Energieversorgung quasi über Nacht pulverisiert. Jetzt ist Energie ebenso wie guter Rat sehr teuer und schwer zu bekommen, zumal wir als Wohlstandsgesellschaft über Jahre hinweg alle Mahnungen ignoriert haben, die auf den Klimawandel und die Energiekrise hingewiesen hatten. Gerade wir Grüne mussten oft aggressive Ablehnung als politischen Gegenwind erfahren. Und das hat, wie Sie sich vielleicht schon, wie Sie schon gemerkt haben dürften, unsere Hartnäckigkeit durchaus gestärkt. Denn jetzt müssen wir sie intensiv einsetzen, um das Versäumte möglichst rasch aufzuholen. Denn obwohl aktuell vielfach Einsicht zu herrschen scheint, dass man die Energiepolitik der Vergangenheit besser multilateral ausgerichtet und sie an den Forderungen des Klimawandels orientiert hätte, gibt es keineswegs Konsens über den weiteren Weg. Wesentliche Aspekte der Wirklichkeit werden wiederum ausgeblendet, statt mit gemeinsamem entschlossenem Handeln die Krise zu bewältigen. Und aus Berlin müssen wir viel Streit und weniger Konstruktives auch in der Regierungskoalition wahrnehmen. Wie wohltuend hebt sich davon die hessische Landespolitik mit ihrem geradlinigen, stabilen Kurs ab. Und genau diesen Kurs können Sie dem vorgelegten Haushaltsentwurf für die kommenden Jahre entnehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die heutige Haushaltseinbringung ist nicht nur die letzte dieser Wahlperiode, sondern sie wird für mich nach über 20 Jahren
in der Funktion des haushaltspolitischen Sprechers meiner Fraktion auch insgesamt die letzte sein. In der kommenden Wahlperiode bin ich dann nur noch interessierter Beobachter. Aber diese Perspektive gibt mir jetzt den Anlass, eine ganz kleine Bilanz mal zu ziehen. Und da bietet sich doch an, jeweils 10 Jahre hessischer Haushaltswirtschaft ohne und anschließend mit politischer Mitgestaltung durch die Grünen nebeneinander zu stellen. Das heißt, ich lasse ein paar Zahlen sprechen. Als eines der wichtigsten Kriterien finanzwirtschaftlicher Nachhaltigkeit betrachte ich dabei exemplarisch die Entwicklung der Verschuldung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da sehen Sie eine durchaus bemerkenswerte Entwicklung. In den 10 Haushaltsjahren vor grüner Regierungsbeteiligung, also 2004 bis 2013, betrug der Zuwachs der Haushaltsschulden des Landes knapp 12 Milliarden Euro. Das heißt, der Schuldenstand zu Beginn dieses Zeitraums stieg in 10 Jahren um fast 40%. Seit dem Haushaltsjahr 2014, also seit grüner Regierungsbeteiligung, beträgt dieselbe Größe einschließlich des vorliegenden Entwurfs für das Jahr 2023, also die 10 Jahre 2014 bis 2023, knapp 2,5 Milliarden Euro oder gut 5,6% des Ausgangswertes. Mit anderen Worten, es wurde das Maß der Verschuldung im Kernhaushalt in dieser Dekade auf ein Siebtel der vorherigen Höhe gesenkt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehen Sie es mir nach. Aber ich finde dies eine bemerkenswert gute Bilanz. Straft sie doch alle Aussagen der Opposition in Vergangenheit und Gegenwart. Wir haben es heute auch wieder gehört, das ist vom Kollegen Weiß. Sie wird Lügen gestraft, die Aussage, dass wir in dieser Koalition üppige Wahlgeschenke auf Pump finanzierten. Diese Bilanz beweist das genaue Gegenteil. Ich will jetzt bei der Bilanz nicht nur die Finanzwirtschaft allein betrachten, sondern ganz kurz, auch wenn wir uns in der Haushaltsdebatte befinden, einem anderen Aspekt mich zuwenden, nämlich der Lebensqualität. Auch da liegt Hessen ziemlich gut. Schließlich wurde unsere Metropole Frankfurt am Main im globalen Index 2022 als beste deutsche Stadt markiert und nimmt weltweit Rang 7 ein. Wenn man dann auch sieht, dass unsere hessischen Daten in vielen Bereichen denen von Finnland sehr nahe kommen, immerhin eines der Länder mit der höchsten Lebensqualität weltweit, dann bedeutet das im Ergebnis nicht nur, dass die Hessinnen und Hessen insgesamt einen tollen Job machen, sondern auch, dass sie mindestens seit 2014 nicht schlecht regiert werden. Ganz offensichtlich zum Frust des verehrten Kollegen Weiß, der ja versucht hat, dazu seinen Ärger darüber heute hier uns vorzutragen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf dieser Grundlage sind wir gut gerüstet, die Herausforderung der Gegenwart und der nahen Zukunft anzugehen. Die Akzente setzen wir dazu mit dem vorgelegten Budget. Die sogenannte Brockenliste liegt Ihnen allen vor. Daraus können Sie sämtliche Details entnehmen, weshalb ich mich hier auf wenige Schwerpunkte konzentriere. Hervorzuheben sind aus grüner Sicht natürlich an erster Stelle die Aufwendungen für die verschiedenen Maßnahmen zum Klimaschutz. In den beiden Planjahren summieren sie sich auf rund 1,8 Milliarden Euro. Das ist ein guter Schritt, auch wenn wir natürlich wissen, dass noch mehr zu tun ist und dass auch nicht alles mit Geld geregelt werden kann. Wir stehen dafür ein, dass die Megakrise des Klimawandels nicht von der Agenda verdrängt wird, nur weil der politische Alltag derzeit von weiteren schlimmen Krisen geschüttelt wird. Die damit angesprochenen geopolitischen Rahmenbedingungen bestimmen auch einen weiteren wichtigen Bereich unserer Anstrengungen für einen zugewandten Umgang mit Flüchtlingen, die wieder wachsende Aufwendungen erfordern. Hessen zeigt hier weiterhin sein freundliches Gesicht, und es hilft. Ein gutes Beispiel unserer verstärkten Anstrengungen ist das neue Landesaufnahmeprogramm. Für dieses, und das sei angemerkt, sind wir auf die Zustimmung der Bundesinnenministerin angewiesen. Nancy Faeser sollte diese Sache nicht weiter vor sich her schieben, zumal sie als hessische SPD-Chefin eigentlich wissen müsste, wie wichtig solche humanitären Angebote sind. Wir sind da sehr gespannt, ob sie in dieser Frage das hessische Anliegen unterstützt oder sich primär in der Tradition von Horst Seehofer fühlt und damit sich noch weiter von Hessen abwendet.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die weiteren generellen Merkmale des Haushaltsentwurfs möchte ich noch unterstreichen, dass wir erstens das Investitionsvolumen für das kommende Jahr auf erstmals über 3 Milliarden € steigern konnten und dass wir zugleich wichtige Schritte bei den staatlichen Leistungsangeboten durch Verbesserung der personellen Ausstattung leisten. Dies geschieht nicht nur im Bereich der Justiz, wie der Minister uns ja gestern erläutert hat, sondern natürlich auch im Bildungsbereich, was den Kollegen Weiß, wie wir gehört haben, besonders ärgert, aber auch bei der Kriminalitätsbekämpfung. Schließlich gehören dazu auch alle die geplanten Maßnahmen im Besoldungsbereich, die primär die Alimentation der Beamtinnen im mittleren Dienst und darüber hinaus verbessern werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Debatte zur ersten Haushaltslesung wäre unvollständig, wenn sie nicht auch einige Anmerkungen zur Finanzwirtschaft enthielte. Darauf komme ich jetzt zu sprechen. Dabei muss es zunächst auch um die formalen Rahmen gehen. Gerade in der Haushaltswirtschaft ist dieser nämlich keineswegs unbedeutend. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf ist der erste, der nach der Neufassung der LHO, der Landeshaushaltsordnung, aufgestellt wurde und somit erstmals die neuen Regeln anwendet. Dies ist für viele ältere Haushaltsexpertinnen wahrscheinlich noch etwas ungewohnt. Aber ich hoffe, Sie finden es ebenso wie ich einen deutlichen Fortschritt. Denn schließlich sind wir dem Haushaltsmodernisierungsgesetz, einem leistungsbezogenen doppelten Haushalt, ein gehöriges Stück näher gekommen. Wir haben eine verbesserte Produktsicht und durch die Darstellung sowohl der Produktergebnisse mit ihren Aufwands- und Ertragsarten im Produkterfolgsplan als auch in der Liquidität und den Investitionen haben wir einen umfassenden Überblick. Somit enthält der Haushaltsplan ein Mehr an Informationen, gerade auch für uns Abgeordnete. Aus grüner Sicht sind dies jenseits der geänderten Systematik durch das Haushaltsmodernisierungsgesetz vor allem zwei Aussagen, die ich noch einmal herausstreichen möchte. Die neue LHO formuliert nämlich zum einen, dass die Vorgabe, dass bei den Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für finanzwirksame Maßnahmen auch ökologische und soziale Folgekosten regelmäßig zu berücksichtigen sind. Das ist eine so unterstrichen deutliche Verbesserung. Und damit stellt es wohl hoffentlich für die Zukunft zumindest sicher, dass uns die eine oder andere zweifelhafte Investitionsentscheidung erspart bleibt, weil wir frühzeitig die dauerhafte Wirkung erkennen. Zum anderen ist die Erhaltung des Anlagevermögens insgesamt als Auftrag in die Haushaltswirtschaft reingekommen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit, wie auch die erstgenannte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum finanzwirtschaftlichen Teil der Haushaltsbetrachtung gehört selbstverständlich auch der Blick auf die weiteren Perspektiven. Zunächst ist festzuhalten, dass wir einen Doppelhaushalt diskutieren, das heißt einen verbindlichen Finanzrahmen für die Jahre 2023 und 2024 schaffen wollen. Wer dies kritisiert, verehrte Kollegin, der sollte erkennen, dass eine Haushaltsberatung und Verabschiedung zwischen Wahltag und Wahlperiodenende keinen großen Sinn macht. Aber die neue Wahlperiode auch nicht mit vorläufiger Haushaltsführung begonnen werden sollte. Also ist der Doppelhaushalt die richtige Entscheidung. Eine neue Mehrheit, von der hier im Saal ja nicht wenige träumen mögen, könnte im ersten Haushaltsjahr 2024 über einen Nachtrag durchaus ihre Akzente setzen. Und dies ohne zunächst eine Vielzahl von Zuwendungsempfängern durch die Regeln der vorläufigen Haushaltsführung in Probleme zu bringen. Von daher, ich würde Ihre Kritik noch einmal überdenken, verehrte Kollegin Schardt-Sauer. Blicken wir nur noch auf den Finanzplan für die Folgejahre, den wir ja gemeinsam mit dem Budget heute beraten. Wichtig ist mir dabei die Aussage, dass der Finanzplan stets die Planungsperspektive von einem bestimmten Zeit- und Blickpunkt aus darstellt. In Zeiten wie diesen können auch dramatische Veränderungen kurzfristig eintreten, weshalb Prognosen schwieriger denn je sind. Auf der Planungsgrundlage der letzten Steuerschätzung ist der von der Landesregierung vorgelegte Finanzplan robust konstruiert und signalisiert eine stabile Finanzentwicklung,
womit auch die entsprechenden Signale an die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft in Hessen gesandt werden. Unsere Aufgabe wird es weiterhin sein, im Rahmen dieses Plans mit den durchaus noch erwartbaren Finanzrisiken umzugehen. Die Finanzrisiken, die derzeit noch nicht berücksichtigt sein können, verehrter Kollege Weiß. Insoweit geht auch diese Kritik von Ihnen ins Leere. Wie Sie wissen, sind die Verhandlungen ja noch nicht so in Bonn bzw. Berlin noch nicht so weit vorangekommen, dass man das mit belastbaren Zahlen unterlegen könnte. Von daher warten wir ab, müssen wir abwarten, bis das klarer ist. Die Umsetzung der Berliner Entlastungspakete einschließlich WUMS und Doppelwumms in den Landeshaushalt ergänzt um eigene Finanzierungsanteile werden wir dann zu regeln haben, wenn die Klarheit besteht. Ich hoffe, sie kommt sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht sehr bald. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Betrachtung der Finanzplanung springt ganz besonders der kommunale Finanzausgleich ins Auge. Ich empfehle Ihnen, in dem Finanzplan die Seite 73 mal genauer zu betrachten. Danach wird die Finanzausgleichsmasse in der Dekade von 2017 bis 2026 ständig weiter steigen und mit knapp 7,5 Milliarden € einen Höchstwert erreichen, der um rund 63% höher ist als der Ausgangswert. Damit werden die hessischen Kommunen deutlich besser dotiert, als es die Entwicklung der gesamtstaatlichen Steuereinnahmen eigentlich hergäbe. Denn diese haben sich im selben 10-Jahres-Zeitraum nur um rund 40% verbessert. Erwähnenswert ist in Ergänzung dazu auch noch, dass im Endjahr des Planungszeitraums das Land Hessen insgesamt über den KFA und weitere Zuweisungen mehr als 11 Milliarden Euro seinen Kommunen zuwenden wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mehr finanzielle Solidarität eines Landes mit seinen Städten, Gemeinden und Kreisen dürfte man bundesweit vergebens suchen. Deshalb sage ich gerne in Richtung der Opposition in diesem Hause, Sie sollten sich bei den Diskussionsbeiträgen über die angebliche Unterfinanzierung der Kommunen zunächst mit den Fakten vertraut machen. Ansonsten, und damit schließt sich der Kreis zu meiner Anfangsbemerkung, würde auch diese Ihre Kritik nur als inhaltsleeres Gerede wahrgenommen werden. Und verehrter Kollege Weiß, weil sich Sie an dieser Stelle anbietet, darf ich Ihnen noch mitteilen, dass der Staatsgerichtshof die Klagen gegen die starke Heimat zurückgewiesen hat. Damit Ihre Argumente, die Sie hier auch so nachhaltig versucht haben darzustellen, und vor allem Ihr Versuch, die Reichen noch reicher zu machen unter den Kommunen, der kläglich gescheitert ist. Vielleicht sollten Sie so eine Kritik annehmen und nicht hier immer wieder besseres Wissen das Falsche behaupten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich darf ich meine Rede nicht beenden und will es auch nicht, ohne Dank auszusprechen an die vielen Mitwirkenden im Haushaltsprozess. Wie schon erwähnt, erstmalige Anwendung der neuen Landeshaushaltsordnung hat sicherlich auch dort die eine oder andere Umstellung erfordert und insoweit eher mehr denn weniger Aufwand gemacht. Allen herzlichen Dank, diejenigen in den Häusern und insbesondere im Finanzministerium, hier im Landtag, Budgetbüro und bei den Fraktionen. Wir werden ja noch ein Weilchen mit diesen Themen zusammenarbeiten dürfen. Darauf freue ich mich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Die Botschaft dieses Haushalts lautet, wir setzen mit diesem Budget ein deutliches Zeichen für Stabilität und machen Hessen zukunftsfest. Wir engagieren uns für den Zusammenhalt der Gesellschaft, sind solidarisch mit den Menschen in Stadt und Land und steuern Hessen mit Bedachtsamkeit durch die Krise. Wer dabei nicht abseits stehen will, sollte diesem Haushalt zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Das Wort hat jetzt der Abg. Bernd Vohl, AfD-Fraktion.
Danke schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Bei der Vorstellung des Doppelhaushalts 2023-2024 sprach die Landesregierung von einer stabilen, nachhaltigen Finanzpolitik, die es ihr erlaube, die Schuldenbremse einzuhalten und dies trotz Ukraine-Krieges, explodierender Energiekosten, steigenden Inflationsraten und einer weiter schwelenden Corona-Pandemie und einer Ihrer Meinung nach verstärkten Klimawandels. Wundernswert. Wäre da nicht das Problem, dass in dem uns vorgelegten Haushaltsentwurf weder die Inflation mit real weit über 10% eingepreist wurde, noch die bereits absehbaren Belastungen aus den Entlastungspaketen des Bundes? Ja, es stimmt, dass die Länder noch mit dem Bund über die Kostenaufteilung ringen. Aber nichtsdestotrotz hätte zumindest für das dritte Entlastungspaket und damit die einhergehenden Belastungen im Haushaltsentwurf Vorsorge getroffen werden müssen. In diesem Fall hätte dies beispielsweise über eine der sonst so beliebten Globalpositionen erfolgen können. Wenn sich die Landesregierung zur heutigen ersten Lesung des Haushaltsgesetzes 2023-2024 Begeisterung erhofft hätte, da müssen wir sie leider enttäuschen. So erinnert die Situation doch sehr an die Haushaltsberatungen des Vorjahres. Die Parallelen dazu sind unübersichtlich. Ich möchte hier einmal Ihre Erinnerung ein wenig auffrischen. Wenngleich der Staatsgerichtshof bereits im Oktober 2021 entschieden hatte, dass das GZSG-Gesetz eindeutig verfassungswidrig ist, hatten die Beratungen, die erst im Februar 2022 endeten, durchgängig einen Haushaltsentwurf zum Gegenstand, der alle GZSG-Maßnahmen enthielt. Jedoch war bereits kurz nach der Urteilsverkündung klar, dass die Landesregierung die Zuweisungen aus dem Sondervermögen streichen und einen Großteil der Ausgaben aus dem Haushalt nehmen muss. Abhilfe schaffte die Regierungsfraktion mit über 140 Änderungsanträgen, mittels derer sie neben den Zuweisungen auch die mit dem GZSG verbundenen Ausgaben strichen. Der Nebeneffekt war, dass der den Oppositionsparteien vorgelegte Haushaltsentwurf im Hinblick auf den begrenzten Handlungsspielraum an wesentlichen Stellen nicht als Beratungsunterlage taugte. Als Oppositionsfraktion waren wir seinerzeit gezwungen, die Kürzungen von Positionen zu beantragen, die ohnehin entfielen. Andererseits entzog sich die erst durch die Regierungsanträge entstehende Fassung des Haushaltsplans der Stellung von Änderungsanträgen. Lassen Sie mich ganz kurz und anders sagen, relativ profan, die Haushaltsberatungen damals waren eine Farce und haben es den Oppositionsfraktionen nicht erlaubt, die parlamentarische Regierungskontrolle im vorgesehenen Umfang wahrzunehmen. Und nun, meine Damen und Herren, sind wir als Opposition erneut in der Situation, dass über einen Haushalt beraten werden soll, von dem ganz entscheidende Bestandteile noch absolut unbekannt sind. Dass die Regierungsfraktion die endgültige Fassung des Haushaltsplans am Ende mit ihrer hauchdünnen Mehrheit festlegen, müssen wir akzeptieren. Dass Änderungsanträge der Opposition zumeist ohne Diskussion vom Tisch gewischt werden, deutet manchmal auf das Fehlen parlamentarischer Kultur hin. Dass wesentliche Teile des künftigen Haushalts jedoch im Verfahren der Antragserstellung entzogen werden, indem diese nicht einmal Bestandteil der Beratungsunterlagen sind, ist höchst und in höchstem Maße inakzeptabel. Schließlich, meine Damen und Herren, hat der Landtag, so sieht es zumindest der Staatsgerichtshof, bei der Beurteilung einer krisenbedingten erheblichen Beeinträchtigung der staatlichen Finanzlage auch zu prüfen, ob über Spielräume wie etwa Ausgabenkürzungen, Einnahmeerhöhung oder aber auch die Auflösung gebildeter Rücklagen eine Neuverschuldung vermieden oder zumindest reduziert werden kann.
Allein im Rahmen des dritten Entlastungspakets reden wir von rund 1 Milliarde € im Jahr 2023, die noch nicht in diesen Haushalt eingepreist wurden. Schenkt man den Stimmen aus Berlin Gehör, so sind durch das 200-Milliarden-Euro-Paket nochmals Belastungen von rund 3 Milliarden € zu erwarten. In Summe könnten es für den Doppelhaushalt 2023-2024 wohl mehr als 5 Millionen € sein. Herr Finanzminister Boddenberg, ist es vor diesem Hintergrund noch seriös, von der Einhaltung einer Schuldenbremse zu sprechen? Wie soll das in der aktuellen Situation ohne Kürzungen an anderer Stelle möglich sein? Aber Sie haben es ja schon in Ihrer Rede angedeutet, Sie werden diese Schuldenbremse nicht halten können. Zu den Freien Demokraten. Da möchte ich an dieser Stelle sagen, dass wir die verzweifelten, die wirklich verzweifelten Versuche des Bundesfinanzministers Lindner, die Schuldenbremse einzuhalten, grundsätzlich ja begrüßen. Aber bitte noch nicht dadurch, dass nun auch die Kosten für die Deckelung der Energiepreise auf die Länder umgelegt werden sollen. Bereits das Inflationsausgleichsgesetz im Rahmen des dritten Entlastungspakets führt, da die Einkommensteuer ja eine Gemeinschaftssteuer ist, dazu, dass erhebliche Steuermindereinnahmen auf Länderebene zu erwarten sind. Wenn nun auch noch ein signifikanter Teil der 200 Milliarden € auf die Länder umgelegt wird, werden diese noch weiter in eine finanzielle Schieflage geraten. Der Bund hat entschieden und sollte demnach auch die Kosten tragen und nicht die Länder. Wie ich bereits angesprochen hatte, sehen wir die AfD als weiteres großes Manko, dass sich die Inflation von aktuell rund 10% nicht im Haushalt widerspiegelt. Wenngleich der Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 die oben genannten Risiken benennt, wird dies im Haushaltsplan ganz offensichtlich keine Rechnung getragen. So wird für das Jahr 2023 von einem ordentlichen Zuwachs bei den Steuereinnahmen von 7,4% ausgegangen. Die Ausgabenseite bleibt jedoch trotz ansteigender Personalausgaben von 5,3% nahezu unverändert. Hier ist lediglich ein Anstieg um 0,6 gegenüber dem Vorjahr eingeplant, und das bei einer Inflationsrate von 10% und mehr. Dieses ist absolut unrealistisch. Aber das ist kein Wunder, dass man mit so viel Fantasie und so viel Utopie, dass der Haushaltsausgleich dann wirklich ein leichtes ist. Aber auch im Haushaltsjahr 2024 werden die Gefahren der bereits heute zweistelligen Inflationsrate weitgehend einfach ausgeblendet. Hier wird unterstellt, dass die Einnahmen und Ausgaben gleichmäßig um 3% steigen. Erneut wachsen aber die Personalausgaben, dieses Mal um rund 7,9%, wobei die zusätzlichen Mittel einerseits der Herstellung einer angemessenen Alimentation und andererseits der Inflationsvorsorge dienen sollen. Hinsichtlich der Berichterstattung dürfte allein für Ersteres in beiden Jahren die Hälfte aufzuwenden sein. Falls Sie nun denken, dieser Haushalt wäre maximal auf Kante genäht, muss ich Sie enttäuschen. Es wird wirklich noch besser. Für die beiden Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist eine globale Minderausgabe von 450 Millionen Euro eingeplant. Demgegenüber steht eine globale Mehrausgabe im Jahr 2023 von nur 200 Millionen Euro für sogenannte krisenhafte Entwicklungen. Somit bleibt für Notfälle, die kommen werden, kein ernstzunehmender Spielraum mehr. Man könnte denken, dass hier künstlich eine Situation geschaffen wird, in der dem Finanzminister keine andere Möglichkeit bleibt, als erneut ein Sondervermögen zur Bewältigung der Krise heranzuziehen.
Vor diesem Hintergrund will ich aber abermals davor warnen, einen neuen Nebenhaushalt aufzumachen. Denn alle Lasten müssen im Kernhaushalt abgebildet werden. Über allem schwebt zusätzlich die Gefahr, dass die Europäische Zentralbank aufgrund einer an Fahrt aufnehmenden Inflation reagiert und sich die Zinsausgaben des Landes infolge signifikant steigern. Allein die Projektion des Finanzministeriums lässt ein Anwachsen der Zinsausgaben auf jährlich 1,3 Milliarden Euro bis zum Jahr 2026 befürchten. Ja, das wollten wir, aber auch das sollte in diesen Haushalt eingepreist werden, was nicht gemacht wird. Da liegt das Problem drin, Herr Schalauske. Positiv zu sehen ist, dass unsere Forderungen aus den Haushaltsberatungen der letzten Jahre nach mehr Lehrern, mehr Polizisten und Richtern entsprochen wurden. Aber hier steht die Landesregierung nun in der Pflicht, ihren Worten, insbesondere im Bildungsbereich, auch Taten folgen zu lassen und die zusätzlichen Stellen auch zu besetzen, nämlich nicht nur schaffen, sondern auch besetzen. Noch zu den zusätzlichen Stellen für Richter möchte ich sagen, sie wären eigentlicherweise gar nicht notwendig gewesen, wenn die Ursachen rechtzeitig bekämpft worden wären und denen ein Riegel vorgeschoben wäre. Zum Beispiel die Ursache sind in unsäglich langen, unnötigen Verfahren im Asylrecht, das Richter und Staatsanwälte sehr bindet. Aber egal, wie knapp die Mittel sind, bei Bildung und auch bei Sicherheit darf unter keinen, wirklich unter gar keinen Umständen gespart werden. Was wir bei diesem Haushaltsentwurf klar vermissen, sind Anstrengungen, durch Einsparungen weiteren Handelsspielraum zu gewinnen. Allein für den Klimaschutz rühmt sich die Landesregierung in den Jahren 2023/24 eine Summe von 1,8 Milliarden Euro auszugeben. Rein theoretisch genug Geld, um beispielsweise die Lasten des dritten Entlastungspakets abzufedern. Ausgaben für nicht überlebensnotwendige Projekte sollten in dieser Situation aber eigentlich nachrangig sein. Grüne Lieblingsprojekte wie Radwege, wie Radabstellanlagen und so weiter müssen auf den Prüfstand und müssen gestrichen werden. Doch in diesem Haushalt bleibt die Handschrift der Grünen weiterhin klar zu erkennen. Dem schwarzen Juniorpartner wird später nur die Reparatur übrig bleiben. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass die Tilgung von Schulden im Jahr 2024 in Höhe von 110 Millionen Euro als Mogelpackung wahrlich sehr schlecht gelungen ist. Nicht einmal Haushaltsunkundige dürften der Landesregierung hier auf den Leim gehen. Bei einem tatsächlichen Finanzierungsdefizit von 79 Millionen Euro speisen sich beide Beträge aus einer Rücklagenentnahme von 190 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, solide Haushaltspolitik sieht ganz anders aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Vohl.